Und damit herzlich willkommen zurück zu Homefront The Revolution. Wir sind jetzt immer noch dabei, die Gefangenen zu suchen. Einen Gefangenen brauchen wir noch. Warnung! Häftlinge, die gegen die Gefängnisvorschriften verstoßen, werden erschossen. Na. Warnung! Häftlinge, die gegen die Gefängnisvorschriften verstoßen, werden erschossen. Ja, mal da, ich war ja gut. So. Geht er ja nicht. So, wie sieht's denn hier aus? Da haben wir auch noch ein bisschen was, wa? Ein bisschen haben wir noch was. Aber wir versuchen jetzt erstmal da irgendwie hinzukommen. Bäh. In diesem Distrikt wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Okay, das reicht. Was ist das? Du willst Freiheit? Versuch's nochmal, Arschloch. Putz dir die Zähne. Ach, lass es gut sein. Putz dir die Zähne? Aber wenn es sein muss, kämpfen. Ist da oben? Alter, das ist unsere Chance. Tu nicht leid, Mann. Was ist denn hier los? Alter. Geht ja gut los hier. Die Folge fängt ja gut an. Die KVA nimmt da draußen keine Gefangenen, Brady. Sie versuchen uns ein für alle Mal auszulöschen. Munition nachladen. So, Munition ist nachgeladen. So. Ich hätte nie gedacht, dass ich das täglich machen muss. Susanne, komm schon. So, gut. Ein Dach. Die Nordwichser werden den Tag. So. Da komme ich gar nicht durch. Und hier komme ich durch. Was haben wir denn hier noch? Eine Kaffeetasse. Ich streue mich hier so ein bisschen so viel rum. Alter, wie viele Container? Sechse? Wen ist hier gerade bei mir in der Nähe? Fällt mir gerade ja nicht. Hallo? Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Es gab ein Abgewicht. Danke für die Unterstützung, Soldat. Wie
Das definitiv nicht mit Kampfe A, das ist keine Feinde. Wenn du je Hilfe beim Töten der Nord brauchst, dann kommst du. Okay, man scheint es die Gang vollzählig. Gut gemacht, Brady. Schau bei meinem Unterschlupf vorbei, wenn du kannst. Ich habe ein paar ziemlich gute Neuigkeiten, die du unbedingt hören musst. Bleiben Sie ruhig. Offiziere sind unterwegs. So. Heldung haben wir noch 4 Stück. Gut. Es gab eine schwerwiegende Störung. Bleiben Sie ruhig. Offiziere sind unterwegs. Ah, sucht mich mal. Während der Zeit mal kurz auf dem Handy gucken. Also hier hin. Gut. Gut. Warnung. Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen die Gefängnisvorschriften 3 bis 48. Warnung. Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen die Gefängnisvorschriften 3 bis 48. Ah, schön. Was ist das? Da. Was zur Hölle geht hier vor? Guck mich doch am Arsch hier. Diese scheiß Kameras. Wieder so eine Scheißkamera. Terroristische Aktivitäten in dieser Zone. Bitte bleiben Sie ruhig und helfen Sie im Ermittlungsdienst. Und mal rein hier. Warum komme ich denn da nicht durch? Wo soll ich hin? Scheiße, ich komme ja nicht an die. Ich komme hier an. Häftlinge, die gegen die Gefängnisvorschriften verstoßen werden. Okay. Warnung. Häftlinge, die gegen die Gefängnisvorschriften verstoßen, werden erschossen. Was zum Teufel? Hab gehört, dass du über mich gelästert hast. Mach diese verdammte Muschi fertig, Bär! Wo waren die nochmal? War der hier oben? Auf geht's. Seid ihr bereit? Tun wir! Das ist. Seid ihr bereit? Und verdammt nochmal bewusstlos! Wo waren die jetzt nochmal? Verdammt! Zeit für eine Entscheidung. Da. Dann haben wir noch ein bisschen was ein hier. Oh, den Menschen eine Nachricht zu überbringen. Gezählt. Und er wird für seinen Verrat bezahlen. Hier ist nichts. Das ist ein Radio, was nicht funktioniert. Irgendwie muss ich die Nachricht verbreiten. Echt hier? Echt hier? Da komme ich nicht durch. Geht's los! Gut. Hey, okay, nicht so gut! Und, seid ihr bereit? Selbstgemachten Schlagzeug. Hey,
Komm schon, wir verziehen uns von hier. Wir schaffen das. Mach diese verdammte Muschi fertig, Bär! Lass es uns verdammt nochmal tun! Stimmt mal, danke. Geh weg, Arschloch. Ja, ja. Lass es uns verdammt nochmal tun. Hau ihn weg! Oder war halt jetzt da unten? In Ordnung, in Ordnung. Ist jetzt hier hoch? Ich habe Dinge hier gesehen, von denen man Albträume bekommt. Alter, Scheiße, wo war denn dieser? Lass den Scheiß. Mit dir legen wir 10 Dollar auf dich gesetzt. Wenn euch danach ist, den Widerstand. Oh ja, der Gedanke gefällt mir. Warum hat das Ding eigentlich ein. Ein Kreuz? Small hat gesagt, du bist okay, also muss ich dir wohl nicht den Hintern versohlen. Danke, dass du mich aus dem scheiß Container befreit hast. Und jetzt? Ich rede nicht viel, sag mir einfach, wo wir hingehen und zeig mir, wo der Feind ist. Ich kümmere mich dann um den Rest. Wir brauchen ihn, Brady. Er kennt die Tunnel besser als jeder andere. Du musst dorthin und ihn rausholen, sonst schaffen wir es nie ins Rathaus. Also, die Polizeistation ist eine harte Nuss. Die KVA hat sie gut abgeriegelt, aber vielleicht unterstützen uns die anderen Insassen, indem sie die Drecksarbeit für uns erledigen und die Verteidigung durchbrechen. Okay. Mickey wird in der Polizeistation festgehalten. Du musst dorthin gehen und ihn befreien, wenn wir ins Rathaus wollen. Ja, ist ja gut, mach ich. Meine Güte. Oh Mann. Also jetzt erstmal Herz des Glaubens. Müssen wir jetzt also erstmal fertig machen. Naja, viel ist ja nicht mehr. Viel ist ja nicht mehr. So. Komm schon, Ladies, hört mit dem Tanz auf. Das verdammt. Komm ich nie wieder raus. Ach. Sollte man dich denn kennen? Nö. Muss man nicht. Bin nur so da. Hier ist noch was. Verdammt nochmal schnappen! Dich schlüpfe ich mir später vor. Ich kann nicht mein Grill zu einem Unfall verwickelt werden. Oh. Du? Da ist jemand? Da ist die Kamera. Warnung! Häftlinge, die gegen die Gefängnisvorschriften verstoßen, werden erschossen. Warnung! Häftlinge, die gegen die Gefängnisvorschriften verstoßen, werden erschossen. Der läuft da oben lang. Hab ich schon mal gehört. Zeit, sich zu verstecken. Weg! Aus dem Weg! Ups! Hätte doch mal Fernzündung machen sollen. Scheiße! Ups! Ist einfach alles egal. Aber sie können das Temperament. Naja, wird mir jetzt ruhig. Schätzchen, ganz ruhig bleiben. So. Jeder Tag, den wir überleben, ist ein kleiner Sieg über die Nox. Doch, mit Schmäuschen. Was ist denn mit dir los? Glaubt ihr wirklich, dass wir diese PA-Anlagen rund um die Uhr laufen lassen müssen? Natürlich nicht. Ich hört mir nein. Auch, you know. Englätze. Es ist dazu da, die Leute zu zermürben, sie müde und schüchtern zu machen. Alle Diese Einheit ist nun autorisiert, tödliche Gewalt anzuwenden. Tödliche Gewalt. Warnung, alle Bürger dieser Reichsstraßen werden von dieser Einheit angegriffen. Räumen Sie die Straße. So. Ich mag immer tödliche Gewalt. So, die Kamera ist weg. So, erstmal schnell auf den gucken, was wir noch so zu erledigen haben. Fahrzeuge, ist ja nicht mehr viel. Also springen wir jetzt.
Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen die Gefängnisvorschriften 3 bis 48. Ah, ist egal. Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen die Gefängnisvorschriften 3 bis 48. Bitte bleiben Sie ruhig. Terroristische Aktivität in diesem Bereich. Jo. Einen Augenblick. Ah ja, man, der wird in der Nähe. Aua, wow, das sind viele. Terroristische Aktivitäten. Terroristische Aktivitäten, ist ja klar. Bitte bleiben Sie ruhig und helfen Sie Ihren Ermittlungsteams. Oh, Scheiße. Ja, wo ist denn das Ding irgendwie? Da. Bitte bleiben Sie ruhig. Scheiße. Gefunden haben wir es. Ist nicht mehr viel. Oder C. Aua. Die Leute sagen, der Widerstand sei leicht. Die KV hat die aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen die Gefängnisvorschriften. 3 bis 48. Halt! Aktuelle Häftlingsaktivitäten. Versuch's noch einmal! Gefängnisvorschriften 3 bis 48. Ihr seid die nächsten Schweine! Ja! Jetzt geht's los, Mann! Es geht los! Warnung! Häftlinge, die gegen die Gefängnisvorschriften verstoßen, werden erschossen. So. Warum such mich doch? Na? Er sucht. Ich bin weg. Warnung. Ordnung wird gewaltsam wiederhergestellt. Warnung. Gewaltsam wiederhergestellt. Das reicht zu mir. Holy shit. So, ihn brauchen wir noch. Der ist dort. Amerika ist gefallen. Besetzt von einer feindlichen Macht. Sie unterdrücken uns und haben uns unserer Freiheit beraubt. Aber wir werden zurückschlagen. Ready on the barrels.
euch diesen Tag. Denn Amerikas zweiter Unabhängigkeitskrieg hat begonnen.